Ja, erstmal daneben schießen. Ja, Sturmtruppler treffen nie. Hast du die Star Wars-Filme geschaut? Die Sturmtruppler trifft. Ich habe da besperrt. Oh, sind das da wirklich Trooper? Game. Ja, man, meine Rüstung zu reparieren. Captain Phasma, bereiten Sie die Expedition vor mit dem ganzen Lager. Und schauen Sie, dass meine Rüstung bald angefertigt wird. Ich werde mich sofort darum kümmern, mein Lord. Hast du einen Trooper angetreten? Stormtrooper 361, wie sieht's aus mit der Rüstung des Imperators? Sie ist fertig, Captain, wie neu. Ach Gott, gefällt mir das, Imperator zu sein. Bringen Sie ihm sofort die Rüstung persönlich. Er wartet bereits auf Sie. Zu Befehl, Captain. Und im Anschluss müssen wir das gesamte Lager abbauen. Auf die verbleibenden Breitmäuler verteilen, denn wir brauchen. Trüppler, haben Sie die Versammlung verpasst? Zu unserem neuen Lagerplatz. Entschuldigung, was für eine Versammlung. Ich war gerade etwas jagen. Captain Phasma, dieser Sturmtruppler hat ihre Sitzung verpasst. Ihre neue Rüstung. Oh, sehr schön. Stormtrooper FN2188, Sie helfen Stormtrooper 361 dabei, die gesamte Ausrüstung auf die verbleibenden Breitmäuler zu verteilen. Das Lager wird sofort abgebaut. Wir bauen das Lager ausnahmslos ab, also alles. Inklusive den Bauteilen, Captain? Jawohl, alles so weit wie möglich mitnehmen. Zu Befehl. Kann im neuen Lager verwertet werden. Alles kann im neuen Lager wiederverwendet werden. Wie wenn ich nicht schon genug Fleisch hätte, durch noch Molle Dodo abschlachte. Captain Phasma, Sie konnten doch einen Ledersattel retten. Jawohl, ich wollte gerade gucken, ob Vokus Sattel auf den neuen Parasa auf dem neuen Breitmaul hier passt. Ja, mit den Scharnieren, die kann man ja individuell verstellen. Gilt zu kontrollieren, dass alle Breitmäuler genug tragen können, nicht dass sie unter der Last eingehen. Mach doch jetzt einfach schon mal Platz in der Paras. Oder? Paras werden wahrscheinlich das Gebiet nicht tragen können. Okay, stark davor.
Auf jeden Fall die Maschine. Hallo? Wie ist Ihre ID-Nummer? CT8356. Wer sind Sie? Ich bin der dunkle Lord persönlich. Mein Lord? Captain Phasma. Nicht da, okay. Einer von euch Captain Phasma holen. Captain, Sie werden benötigt. Captain, der Imperator will Sie sehen. Carol, ich mach mich sofort auf den Weg. Von nun an sind Sie Captain Phasma unterteilt. Ich stelle Sie gleich vor. Okay, mein Lord. Mein Lord, Sie haben nach mir gerufen. Eine neue Sturmtruppler-Einheit hat zu uns gefunden. Hallo. Seid gegrüßt, eure Kennnummer bitte. CT8356. Wir sind gerade dabei, das Lager abzubauen. Helfen Sie mir. Ich habe hier eine Freundin. Ich weiß nicht, allerdings nicht, wo sie ist. Ich habe sie gerade verloren. Na, dann hoffen wir, dass sie zu uns findet. Okay, das Abbauen ist unterbrochen. Eine weitere Sturmtruppler-Einheit ist viel mehr wert. Soll ich ein Signal in die Luft? Nehmen Sie alle Sturmtruppler und finden Sie sie. Und dann sind alle ausgestattet. Wann haben Sie Ihre Kollegin Einheit das letzte Mal gesehen? Hier vorne. Aber allerdings ist sie auf spurlose Weise verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sehr gut, es sind nicht alle Sturmtruppler gegangen. Mein Imperator? Ja, in der ersten... Solche, wir werden mehr Lasttiere brauchen. Wir werden die Basis nicht alles auf einmal wegbringen können. Dann reduzieren Sie es auf die Droiden und die Maschinen. Zu Befehl. Mehr Lasttiere. Ich brauche eigentlich, mehr Lasttiere. So. War das? Hat eine Droideneinheit eine Fehlfunktion? Mein Lord, Sturmtruppler CT1175 meldet sich ebenfalls zum Dienst. Willkommen beim Imperium. Leider ein bisschen geschwächt, aber wir werden uns wieder aufbauen und die Rebellen in die Flucht schlagen. Sie sind von nun an Captain Phasma unterteilt. Okay. Ich wusste nicht, dass ich so viele weibliche Sturmtruppler habe. Wahnsinn! Irgendwas muss in der Atmosphäre sein. Alle männlichen Sturmtruppler werden weibliche Sturmtruppler. Faszinierend. Habt ihr besondere Kennzeichen? Kenntnisse? Wir zwei waren Scout Trooper. Scout Trooper? Muss ja Captain Phasma wissen, was das ist, nicht ich. Das ist sehr gut. Wir hatten den Befehl, euch zu suchen. Allerdings ist unser Schiff abgeschossen worden. Seid ihr das mit dem T-Fighter, der vor 2 Tagen hier über dem Planeten gedüst ist? Ja, wahrscheinlich. Okay, unsere Rettung wird ein bisschen länger dauern. Nun denn, CT-Einheiten
Wir sind dabei, unser Lager abzubauen, helfen somit, die gesamte Fracht auf die Breitmäuler zu verteilen. Das sind diese seltsamen einheimischen Tiere, die wir bereits besattelt haben. Ich muss Ihren Befehl korrigieren. Okay. Da die Breitmäuler nicht das Gewicht tragen können, werden wir es auf die Maschinen reduzieren. Und die Druideneinheiten. Jawohl. Möchten Sie die Munition an sich nehmen, Captain? Munition, was jeder Sturmtruppler braucht. Du weißt, wie schwer es war, in Luft zu gehen. Verteilen Sie Munition auf die Sturmtruppler-Einheiten, damit jeder genug zur Verfügung hat. Only Skill, das weiß ich nicht. Wir haben schon mal Rebellenlager getroffen und haben dort die Rebelle ausgelöscht. Ich wüsste nichts von dem zweiten. Aber wie du siehst, sind wir auch noch nicht groß rumgekommen auf der Map. Der Ofen muss noch mitgenommen werden und der Kochtopf, das steht alles noch. Ja. Ich baue mal das oben neu auf. Gott, hoffentlich finden wir das nochmal. Was macht der Sturmtruppler mit dem Dodo? CPT Rex und so weiter. Hä? Oh, Only Skill, was hast du schon gemacht? Nightbot mag dich nicht. Da musst du aufpassen, was du schreibst. Captain Rex kenne ich nicht. Wer ist das? Habe ich noch nie gesehen. Das hier ist ein Roleplay-Server. Du darfst mir die Sache nicht sagen. Selbst wenn du wischt, wo es Rebellenlager ist, darfst du mir das nicht sagen. Ich kenne die Map nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt halt, ne, weil ich schon so oft arg spiele, ist die aufgedeckt. Aber eigentlich müsste sie verdeckt sein. Wäre cool, wenn man die wieder verdecken könnte, das wäre nice. Wo ist denn Captain Phasma? Der geht mal auf den Sack mit so einem Dodo. Captain Phasma. Hier wollen wir dort. Vogelkreatur. Haben wir einen, der an seiner Krankheit erliegen ist. Stormtrooper 151 stand immer noch zu schlafen. Wir ihn mittransportieren. Bauen Sie eine Trage und wir werden ihn mitziehen. Diese Munition ist. Captain, hier ist weitere Munition für Sie. Ja, das wird lustig, den Körper mitzuziehen. Oder warten wir, da habe ich eine bessere Idee. Aber eine bessere Idee. Ich weiß nur die Frequenz, nimm ich. Na, was war die Frequenz vom Schmuggler? Verdammt, das war so lange her. Wer ist die Frequenz vom Schmuggler, nimm ich? Wissen ihr sie noch? Dragoon? Dragoon, bist du nicht Ns5Ns? Warum tragen Sie diese vogelartige Kreatur mit sich herum? Wie bitte? Warum tragen Sie die ganze Zeit diese Kreatur mit sich herum? Nehmen wir sie nicht mit? Lassen Sie sie stehen und helfen Sie erst anderweitig, bevor wir diese Kreatur mitnehmen. Wie transportieren wir ein Körper? Ist das Nuff? Wie viel drüber haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, mehr 6, 4 Tiere. Kacke. Das ist ein paar Laufen. Kann man mit einem Tierkörper transportieren?
Vergiss den Kochtopf nicht. Ja, du bist das. Ja, ankomme. Oder darf schon nicht mehr. Nee, du kennst dich nicht auf der Map aus. Du bist genauso gestrandet wie wir. Kannst du nicht ankommen. Sturmtruppler-Einheit ist in einem komatösen Schlaf gefallen. Wir müssen sie irgendwie zum neuen Spot transportieren. Dieser weit weg von hier? Ja. Wir haben einen Sturmtruppler auf dem Weg dorthin verloren. Okay. Er ist von einer Kreatur getötet worden. CT-1175 und CT-8356. Wow, wie kann sich Fische das merken? Also Captain Phasma. Ja. Sie beide sind dafür verantwortlich, dass Stormtrooper 158 das Leben das Ziel erreicht. Okay. Okay. Wagen Sie es nicht zu scheitern. Dragoon, komm online! Das ist unmöglich! Krass. Ja, und der andere, der neue Sturmtruppler, wo wir da haben? Sie dürfen jedoch seine Waffe entwenden und seine Munition, um ihn zu beschützen. Und der andere Sturmtruppler, wo der eine Vogel ganz weit rumtrat, der wird bestimmt ihr Vogel auch weitertragen dürfen. Kann man ihn nicht auf einen Breitmaul binden? Muss doch irgendwie gehen. Ich meine, das geht. Mal gucken. Auch das. Seht Sie, man kann ihn ans Tier binden. Nun denn, dann bekommen Sie ein Tier zur Verfügung gestellt, um ihn zu transportieren. Annie läuft, Annie reitet und die, wo reitet, greift ne und die, wo läuft, muss ne beschützen. So wird's am besten laufen. Ich als Jedi, als Sith wär auch laufen. Der mit dem Dodo wird auf ein Tier gehen. Der Baumeister auf ein Tier. Und Etienne muss dann halt follow sein. Die Expedition kann starten. Es sattelt die Tiere. Ich denke, wir haben nicht genug für alle. Ein paar werden laufen müssen. Ja. Sie mit dem Vogel benutzen schon mal ein Tier. Eine CT-Einheit, ich und Captain Phasma sind auf Boden. Die CT-Einheit ohne Waffe. CT-Einheit ohne Waffe benutzt das Tier, um Stormtrooper 151 zu tragen. Bisschen zurückreiten. Könnten Sie dieses Tier bitte etwas entleeren? Bis der Kopf über dem Sturmtruppler ist. Und dann zubeißen. Mit dem Gehbiss. Ist es besser jetzt? Sehr schön. Ja, danke schön. Der Captain Phasma scheint auch zu reiten. Sie haben einen Blaster? Bitte? Sie sind im Besitz eines Blasters? Ja, mein Lord. Stormtrooper 361, nehmen Sie sich noch ein Reittier und nehmen Sie das zweite Folgen. Es ist voll geladen. Ich befürchte, das Reittier wird mich nicht tragen können, Captain. Die Dinger jetzt reite das. Hui. Gut, wir sind startklar. Der Weg ist mit Leuchtsignalen gekennzeichnet. Mir nach.
Sturmtruppler, bleiben Sie weiter hinten. Die Einheit, die den Sturmtruppler transportiert, ist langsamer. Immer dahinter bleiben. Ja, mein Lord. Oh, hallo. Sie. Oh, mein Lord, sind der gerade Schmuckler. Im Aufbruch? Sturmtruppler weiterreiten. Ja, wir brechen auf. Wo wollen Sie hin? Ich dachte, Sie haben sich hier jetzt niedergelassen. Oh, an einen sichereren Ort. Besser getarnt von der Natur. FN2188, okay, übernehmen Sie das Schlusslicht und schützen Sie die... Geben Sie mir Ihre Signalsfrequenz nochmal. 815. 815. Ich werde Sie informieren, sobald wir am Zielort sind. Denn ich hätte noch einen weiteren Auftrag für Sie, der es vielleicht besser ist, hier an der Küste zu lösen, da es sich um Fischfleisch handelt. Was soll diese Mission sein? Auftrag? Ich habe einen Interessenten, der gerne 75 Fischfleisch hätte. Fischfleich? Ja. 75 Stück. Ja, und ich hätte da in der Nähe etwas weiter in die Richtung dort einen Fischer, der das sicherlich machen könnte. Allerdings bin ich sehr beschäftigt, weswegen ich das nicht unbedingt alleine machen kann. Da dachte ich, könnten Sie mir vielleicht helfen. Sie werden natürlich auch dementsprechend bezahlt. Nun, meine Truppe ist auf dem Weg zum neuen Spot. Gut, soll ich Sie sonst begleiten? Vielleicht kann ich ein wenig helfen. Aufgabe bezogen, die nicht erfüllen werden können. Außer wir haben da Tage dafür. Ja, das ist nicht unbedingt eilig, aber es wäre schön, wenn es irgendwann erledigt wäre. Ich melde mich auf Ihrer Frequenz, sobald das erledigt. Gut, soll ich nicht direkt antworten, werde ich schnellstmöglich danach antworten. Also bleiben Sie ein wenig in der Frequenz. Oh, meine Frequenz wird von Ihrem Gerät aufgenommen? Welche Frequenz? Diktiert? Sie können meine Nachricht nochmal abrufen. Nein, ich werde sie ja schon hören, aber manchmal kann ich nicht direkt antworten, wenn wir uns in irgendwelchen Schmuggler-Angelegenheiten beschäftigen, können wir nicht immer antworten. Wie viele Schmuggler gibt's von euch? Genug. Genug Sturmtrupp. Wir sehen uns. Herr Sky. Gut. Bis später. Die Macht mit Ihnen sein. Mit Ihnen auch. So, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Meine Sturmtruppler sind nämlich weitergeritten, weil ich nämlich so dumm war und habe das gesagt. Und ich kann jetzt eine ganze Weg in der Gefährliche alleine latschen. Mit einem überladene Para. Ist so super. Nur einfach der Leuchtfackel, nur. Da passiert schon nichts. Nö. Oh Mann, das ist saudumm gewesen. Und meine Sturmtruppler hören aber auf das, was ich sage. Ah. Komm hierher. Ah, okay. Sie haben Probleme, denn eine andere zu transportieren. Ist ja witzig. Und da oben ist Kampf. Das Seil gerissen? Ja, wahrscheinlich. Ich bilde das Schlusslicht. Immer den Leuchtsignalen hinterher. Bin sowieso viel zu langsam. Level, oh, ist ja geil. Beim auf Gewichtträger. Absteige. Dann ist da ja wieder neue Wert dran.
war schneller. Und weil es jetzt Nacht wird, finden wir den Weg auch noch besser. Saugeil. Aber das Risiko, dass wir den Sturmtruppler verlieren, ist auch höher im Dunkeln. Einer von den Sturmtruppler hat eine Fackel. Das ist auch interessant. Die verlassen sich alle drauf, dass ich genug Lichter aufgestellt habe. Aber es ist ja gut beleuchtet, ne? Wie das aussieht, wie wenn der Paare die ganze Zeit Ufne dreht. Dragoon! Was ist los? Warum kannst du nicht ankommen? Ali. Wer ist dieser Ali? Train, Ali. Wer ist dieser Ali? Ich hab's übernommen. Wir haben uns Spitznamen gegeben, um uns schneller zu identifizieren. Der Sturmtruppler hängt am vorderen Paar. Beschützen Sie ihn. Ja. Wir müssen die restliche Kolonne kurz aufholen lassen. Wo sie, wann er merkt, dass er den Sturmtruppler verloren hat. Sturmtruppler zu Fuß. Ziehen Sie ihn mal über die Klippe. Guckenmutter Para hebt eine mit der Hand und zieht eine an der Hand. LOL. Boah, ehrlich, hat er gewusst, dass man jemanden transportieren kann mit Tier? Wie lange spielen er schon arg? Hat er das gewusst? Wir haben aufgeschlossen, wir können weiter. Wir sind im Schutz der Dunkelheit den Spot erreichen. Das ist schon schwerer, die Fackel zu sehen. Oh, eine hohe Persönlichkeit. Hä, wenn der Mensch? Leuchtsignale sind erloschen.